Minderwertigkeit und Burnout. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Persönlichkeitslexikon wiki.yoga-vidya.de, eine Ausgabe des Anti-Burnout-Podcasts. Minderwertigkeit. Zunächst mal natürlich meine ich nicht, dass es jemanden gibt, der minderen Wert hat. Jeder Mensch ist gleichwertig. Aber es gibt Menschen, die haben Minderwertigkeitsgefühle. Minderwertigkeitsgefühle können zum Burnout führen. Es gibt nämlich Menschen, die haben ein schlechtes Selbstwertgefühl. Sie lieben sich nicht wirklich, sie wertschätzen sich nicht ausreichend. Und dann kann das dazu führen, dass sie viel Anerkennung von außen suchen. Man sagt manchmal, das Gefühl der Minderwertigkeit führt dazu, dass man sehr viel Bestätigkeit von außen sucht. Wenn du nicht von innen heraus dich wertgeschätzt fühlst oder wenn du nicht deinen eigenen Wert erkennst, brauchst du sehr viel Wertschätzung von außen. Wenn du Wertschätzung von außen brauchst und dafür viel tust, nicht so viel tust aus innen heraus, sondern viel tust, um Wertschätzung von außen zu bekommen und du die Wertschätzung nicht bekommst, dann kannst du in die Überforderung kommen. Wenn du dann mit Undankbarkeit, Ungerechtigkeit konfrontiert wirst oder eine Enttäuschung erlebst, Vertrauensbruch erlebst, dann ist die Gefahr des Burnouts groß. Daher, für großes Engagement sollte die Initiative und die Motivation von innen herauskommen. Durch Menschen, die Gutes bewirken wollen von innen heraus, die haben weniger Burnout-Gefahr. Aber jemand, dem es um Anerkennung geht und um die Anerkennung zu bekommen, sich sehr engagiert, der hat größere Burnout-Gefahr. Lerne es, dass du wertvoll bist, unabhängig davon, was andere von dir halten. Lerne es, dass du auch ohne Bestätigkeit von außen stark sein kannst. Im Yoga würden wir sogar sagen, du bist das unsterbliche Selbst. Du bist eins mit der Weltenseele. In Religionen, manche Religionen sagen, du bist Kind Gottes. Du bist geschaffen nach dem Abbild Gottes. Du bist vollkommen. Tief im Inneren. Und Gott hat dich in die Welt gesetzt, weil du Wertvolles in dieser Welt bewirken kannst. Du hast genau die Eigenschaften, die gebraucht sind, dass du das bewirken kannst, was du bewirken sollst. Du hast den vollen Wert. Du hast keinen minderen Wert. Du brauchst nicht, um Anerkennung zu streben. Du bist vollkommen, wie du bist. In diesem Sinne, Minderwertigkeit ist überwindbar. Minderwertigkeitsgefühle sind überwindbar. Übung von Yoga kann helfen, Übung von Meditation kann helfen, spirituelle Lebenseinstellung kann helfen, Gebet kann helfen und spirituelle Bewusstheit kann helfen. Überwinde Minderwertigkeitsgefühle, das hilft dir auch gegen Burnout. Sei nicht engagiert, um Anerkennung von anderen zu bekommen. Sei engagiert, um Gutes zu bewirken.